Ja, ist halt ein bisschen scheiße. Ja, die wollen ja dieses Jahr an der Gamescom das neue Star Wars vorstellen. Welches neue Star Wars? Battlefront. Achso, das ist ganz neu. Ja, das ist. Wollt's ja, zumindest weil, zeigen. Weil Star Wars, wie hieß das andere? 1313 haben sie eingestellt. Ja. Fand ich extrem scheiße. Ja, das war ziemlich geil. Weil 1313 war halt, du warst halt ein ganz normaler Söldner. Und es war halt rollenspielmäßig angelegt, eventuell sogar mit einem Online-Aspekt. Und trotzdem irgendwie dann teilweise auch aus First Person spielt, war also im Prinzip ein Elder Scrolls im Star Wars Universum. Von den Grunddingern her. Und das sah halt irgendwie extrem geil aus. Ja, keine Ahnung. Es wäre halt irgendwie so ein quasi Fortsetzung im Geiste von der Jedi Knight Serie gewesen. Das fände ich halt extrem geil, weil ich die extrem gerne gespielt habe. Aber ich glaube, da werde ich auch nichts mehr nachkommen, oder? Kann mir zumindest nicht mehr vorstellen. Teil 3 ist schon ziemlich lange her. Jedi Knight 1, das war noch Zeiten. Achtung, Produktionsstillstand. Achso. Dachte schon, dass da was Wichtiges. Ja, was gibt es noch Neues? Ich möchte jetzt mal kurz anmerken, ich möchte mich bei allen Zuschauern auf dem Kanal, egal ob ihr es nur Anno schaut oder sonst irgendwas, okay, wenn ihr nur sonst irgendwas schaut, hört ihr das jetzt nicht, aber mal kurz, ich schaue gerade, ob hier noch irgendwo was ist, was wir wegpumpen müssen, aber ich glaube nicht. Möchtest dich entschuldigen, dass es so lange gedauert hat? Was möchte ich mich entschuldigen? Das mit dem Krieg? Nein, ja, dass es so lange gedauert hat. Ja, damit. Mit den Wegbomben. Ja, das auch. Kooperative. Auch. Sie haben soeben Informationen vernichtet. Ja, wir haben gerade die Bibliothek von Alexandria zerstört. Im Jahr 2070. Sehr geil. Wolle? Okay. Ja, hier. Mal hier hin. Ja. Peng! Feuerwerk! Ja, das könntest du mit der Flotte eigentlich auch machen. Bin gerade dabei. Außer die haben noch irgendwelche wichtigen Sachen geladen. Irgendjemand hat noch Glas geladen. Die Vega ist ein Routenschiff, die können wir nicht zerstören. Ja, halt alle Kriegsschiffe. Die Vega könntest du eigentlich wieder laden. Brauchen wir Harfe des Minnesängers? Nein, oder? Ich zerstöre mal den Alan. Peng! Den Ellenzerstörer, oh, da wird sich aber ein anderer wieder freuen. Den Rest kannst du eigentlich in die Luft jagen, warte, das mag ich machen. Au, Bang, Push, Bom. Noch, U-Boot brauchen wir nicht mehr. Puff, Flugzeugträger, Kerosin noch aus. Die Show ist vorbei. Ja. Sayonara. Oh, der sieht cool aus. Das müsste ja noch zerbrechen, so in der. Flugzeugträger versinkt leider nur, ja. Das haben sie ein bisschen verpasst. Nein, aber was ich ganz gerne sagen möchte, wir haben in den letzten Monaten einen irre Zuwachs an Zuschauern und da vor allem an weiblichen. Ein großes Danke an alle neuen Zuschauer, natürlich auch an alle treu gebliebenen, alteingesessenen Zuschauer. Wir haben... Ohne Scherz jetzt, normalerweise im Monat circa 5-6% weibliche Zuseher. Mittlerweile sind wir auf 18% im Monat im Schnitt. Also es gibt Monate mehr, Monate weniger. Oh, bestimmt ich. Wieso, hast du bei deinem YouTube-Account weiblich angegeben, oder was? Nein. Oder hast du Nein, weniger dass geschaut, ich anziehen, dass das. Wirke. Ach so, das ist so toll. Ja, den Joke habe ich dir schon in einer früheren Anno-Aufnahme versagt, weil da habe ich schon mal gesagt, das ist mein Charisma. Okay, ich war beiseite. Ich wollte es nochmal angemerkt haben, weil ich finde das irre super, wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln.
generell, weil das jetzt im Endeffekt prozentuell weniger männliche Zuschauer da sind, heißt eben nicht, dass es weniger wird. Im Gegenteil, die wachsen ja auch an. Das finde ich ja das Kranke dran. Also, egal was ich gemacht habe, dass ihr irgendwie Videos verbreitet oder dass da jetzt immer mehr Videos geschaut werden, wenn ihr da irgendwo eine Ahnung habt, schreibt es mir in die Kommentare, damit ich weiß, womit ich weitermachen kann. was auch krank der ist. Der Propaganda. Was auch krank ist, im April war das meistgesehene Video Paraworld Folge 7. Paraworld Folge 7, was hast du da gemacht? Ich weiß nicht, aber diese Folge kriegt seit Ewigkeiten total viele Views. Die heißt viel Arbeit und viele Gegner. Ich habe keine Ahnung warum. Das war eigentlich eine extreme Fail-Folge, weil ich da relativ viel rumexperimentiert habe. Und vor allem bin ich in der Mission damals fast draufgegangen irgendwie, weil das irgendwie mit dem Schwierigkeitsgrad nicht funktioniert hat. Und der normale fast schwieriger war als der schwere. Also das war vom Balancing her total super. Und ja, keine Ahnung. Auf die Folge kriege ich bis heute immens viele Aufrufe. Da hast du besonders gute Tags verwendet. Ich habe bei jeder Parallel-Folge dieselben Tags verwendet, nur der Folgentitel ist halt bei jeder anders und die Nummer. Ja. Ich habe zuerst überlegt, dass es vielleicht von der Nummer 007 kommt, aber da müssen ja alle Folgen. Da müssen ja alle Folge 7 so viele Aufrufe haben. Und vom Tag Arbeit her kann es auch nicht sein, weil ich 50 Videos mit Arbeit im Tag habe. Und Gegner. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat irgendjemand Video verlinkt. Kann sein. Dass es irgendwo angeworben wurde. Wenn ihr zufällig einer dieser Leute seid, die über Paraworld Folge 7 auf meinen Account oder auf den Kanal generell gekommen seid, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr da drauf gekommen seid. Das würde mich echt interessieren. Handelt. Die Forschungsgelder für mein neues Experiment wurden bewilligt. Yippie! Ein negativer Warentransport. Also die Waren fließen zurück, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ich habe das zweite hydroelektrische fertig. Wo gehört das hin? Schon wieder eins. Wie schnell baust du die denn bitte? Wie schnell baust du die denn? Das waren 46 Minuten. Wo gehört das hin? Zum. Auf Jinxtown ist Platz. Und wo noch? Sonst eh nirgends, oder? Ja. Keine Ahnung, vielleicht noch auf den neuen, die wir jetzt freigeräumt haben. Das stimmt schon, aber wir haben es, glaube ich, für Jinxtown gerechnet. Ja. Dann braucht er auf jeden Fall noch Carbon mit. Genau, weil wir so wahnsinnig viel Energie auf Jinxtown umgeleitet haben. Und ich die Unterwasserkraftwerke eben loswerden möchte, zwecks Kosten. Zwecks Kosten, genau. Was ich auch toll finde, ist, wir haben im Monat April weniger negative Bewertungen bekommen. Und Google streicht uns das rot an, das finde ich so geil. Die Analytics. Och nö. Wir brauchen mehr negative Bewertungen. Also Hater, strengt euch mal wieder ein bisschen an. Das ist echt. Bitte, also wirklich, also von euch Hatern hätten wir uns mehr erwartet. Das ist wirklich jetzt. Bei dem Wetter. Ja eben, es regnet ja die ganze Zeit, keine Ahnung. Ja, das ist jetzt der Mai, April war gutes Wetter eigentlich. Ja eben, stimmt eigentlich, ich habe ja gerade die vom April offen. Was ich auch toll finde ist, wir haben allein im April. Was glaubst du, wie viele Kommentare haben wir allein im April abgehandelt? Also, da sind auch die dabei, bei denen ich antworte. Also, du kannst grundsätzlich verdoppeln. Was glaubst du? Circa. 300?
Wie viel? 300. 300. Knapp daneben, es waren 211. Aber da waren meine Antworten auch teilweise dabei schon, also... Ich lasse mir zwar... Ich lasse mir zwar gerade am Ende des Monats hin immer extrem viel Zeit mit dem Beantworten, weil ich dann einfach in den nächsten Monat rein schon kommentieren möchte. Aber, ja... Das sind dann meistens so 6-7 Kommentare, die halt binnen 3-4 Tagen gepostet werden, wo ich mir dann eben Zeit lasse. Weil die fallen dann auch in den nächsten Monat. Das heißt, die hier am Ende des Monats fehlen, sind da sind am Anfang im Prinzip wieder dabei, vom März her. Du hast einen Orca gebaut. Du hast einen Orca gebaut. Wieso hab ich einen Orca gebaut? Du hast den Auftrag gegeben. Ach so, klar, weil wir, ist klar. Weg damit. Nein, lass mal irgendwas bomben damit. Was willst du denn wegbomben? Den Stein hier unten. Folge 200 ist vorbei. Wollt's nochmal angemerkt haben. Was? Können wir ihn gut wiederholen. Ich glaube, da gibt es ein paar Leute, die sich Schädel einreißen. Wobei ich glaube, dass nicht viele Leute die Folge bis zum Ende gesehen haben. Echt? Nachholen. Ja. Das große Finale haben leider total viele verpasst. War doch das Beste daran. Daran habe ich Monate gefeilt. Ja, es war aber echt so. Wir haben monatelang immer wieder für 5 Minuten dran gedacht. Welchen Felsen willst du wegbomben? Ach, den hier. Ja, es reicht dann wieder. Nur ein bisschen APM. Ja. Ich kann ja keine Zeit jetzt mehr opfern. Nonstop. Also wie es momentan ausschaut, haben wir noch lange Zeit, bis wir die Dinger fertig haben müssen, die Monumente. Weil bis jetzt weiß man ja noch nichts, wann das neue Anno auftaucht. Warentransport auf Handelsroute negativ. Irgendwann im November, nein. Man hofft's, ja, aber ich glaub's nicht. Nee, dann hätten die jetzt schon was angekündigt. Eben. Obwohl, kann sein, dass sie Gamescom teasern. Nein, es kann sein, dass es E3 übermachen. Das kann ich mir vorstellen. E3? Eigentlich ein deutscher Titel, oder? Ja, schon, aber die sind auch bei der E3. Ubisoft ist ein großer Publisher, ein internationaler. Und ich meine nur, dass der größte Absatzmarkt ist doch hier Europa und Deutschland. Für Anno, ja. Doch ein Anno werden die dann auch hier vorstellen, oder? Ja, aber es kann sein, dass es bei der E3 schon irgendwie anteasern oder so, dass es dann bei der Gamescom wirklich präsentieren. Ja, fände ich cool, auf jeden Fall. Ich hoffe ja, dass es, wenn sie es bei der E3, bei der Gamescom vorstellen, Achtung Spoiler, dass es Donnerstag oder Freitag machen. Leute, wenn ihr Absolutus auf der Gamescom treffen wollt. Ich bin Donnerstag und Freitag dort, ja. Und zwar zu 100%iger Sicherheit. Hotel und Karten sind gebucht. Da wird nichts mehr verschoben oder so. Donnerstag, Freitag bin ich da. Wird sich auch nichts dran ändern. Er ist Mittwoch ist der Tag für die... Mittwoch ist der Pressetag, ja. So, auch bestimmt kommen müssen, oder? Es wäre toll, wenn ich da auch hin könnte, ja, aber... Das ist schön viel leerer. Ja, und vor allem am Pressetag werden ein paar Dinge geleakt, die halt dann das restliche Wochenende über nicht mehr hergezeigt werden.